Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 14. Februar 2018? Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Unserem Planet Erde bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen Löwe. Mond hat eine abnehmende Mondphase, nähert sich zu Neumond und bewegt sich auch in Tierkreiszeichen Wassermann. Sonne steht in Konjunktion zu Juno. Wer ist diese Juno? Es gibt in unserem Sonnensystem nicht nur Planeten und Monde, sondern gibt auch Kleinplaneten, die sogenannten Asteroiden. Einer von diesen Asteroidengürtel befindet sich zwischen Mars und Jupiter und dazu gehört auch Juno. Juno kennen wir von der Mythologie. In Römer nannten sie als Juno und wurde verehrt als Göttin der Ehe, die Göttin der Geburt und die Göttin der Fürsorge. Bei griechischer Mythologie heißt Juno Hera und nichts anderes als die Ehefrau von Zeus. Zeus war der Himmelgott, die höchste im Olymp, und seine Ehefrau Juno oder Hera wurde die Königin über die Göttinnen. Und auch die Göttin die Ehe, auch die Göttin für die Fürsorge und auch für die Geburt. Also wurde bei Römer verehrt, aber wurde auch bei Griechen verehrt. Und die ist die Ehefrau von Zeus. Juno, so ist die römische Name, ist die Schutzgöttin für Rom und wurde auch bei den Römern verehrt. Und die Name Juni in unserem Kalender kommt auch Juni von diesem Namen Juno. Also hat auch einen Bezug auf die Name für die Monate. Juno kommt von Juni, kommt von Juno. Und das ist dieser Kleinplanet, wo zwischen Mars und Jupiter bewegt und gerade in Tierkreiszeichen Wassermann und erreicht genau dem Gradzahl, wo gerade die Sonne befindet. Das heißt, Juno und die Sonne stehen in Verbindung und die wirken gemeinsam. Und es wirkt auf die Ehe, auf die Kinder, auf die Geburt und auch für die Fürsorge, damit uns das bewusster wird. Hat auch mit Valentinstag etwas zu tun, weil dieser Valentinstag geht auch auf Juno zurück, weil im 14. Februar wurde für diese Göttin etwas dargelegt, wurde mit Blumen beschenkt, also war auch ein Festtag bei den Römern, dieser 14. Februar, und dieser Tag der Liebe. Und dieser Valentinstag geht zurück zu dieser Göttin, zu diesem Juno. Und nicht nur Juno steht heute in Verbindung zum Sonne, sondern Mond hat auch Verbindung. Mond bekommt einen Einfluss von Terebellum. Terebellum ist weder Stern noch Sternbild. Terebellum ist eine Figur, ein Viereck und sagt, etwas in Form zu bringen, etwas in Ordnung zu bringen, und haben wir auch eine Lernaufgabe. Es wirkt so ähnlich wie die Saturnwirkung, Lernaufgabe, etwas in Form zu bringen, eine Struktur soll etwas bekommen. Das ist zwar auf dem Mondenergie wirksam ist, aber nicht vergessen, dass Juno, die Göttin, die Ehe, wirkt heute auch. Also entweder kommt die Beziehung in Ordnung und kommt eine Hochzeit
oder wir sollen darauf achten, dass die Partnerschaft, die Liebe, aber auch die Ehe in Ordnung bleibt und hat auch mit Geburt etwas zu tun. Nicht nur Terebellum wirkt auf dem heutigen Mondbewegung, sondern auch Albireo. Diesem Stern Albireo befindet sich im Sternbild Schwan. Gestern habe ich die Geschichte dazu erzählt. Dieses Sternbild Schwan verbindet Altair und Vega. Das ist zwar nicht Albireo, wo dann wirksam ist, sondern Deneb, die Hauptstern von diesem Sternbild Schwan. Aber Albireo befindet sich auch in diesem Sternbild, die Spitze des Schwanes, und hat auch eine Botschaft, etwas beenden, loslassen, und so kommen wir in die Spitze, erreichen wir unsere Ziele. Übersetzt heißt dieser Stern die absterbende Schwan, und so kommt man in die Spitze, in die Höhe. Das hat eine Botschaft für unser Leben, für unseren Tag, etwas loslassen oder die Hindernisse aus dem Weg zu räumen, trennen, kündigen, verabschieden von etwas, was uns stört, weil da kommt diese Leichtigkeit und kommen wir auch höher, wie dieser Stern Albireo vermittelt, das Spitze des Schwanes, also kommen wir in die Spitze. Und die Spitze meine ich, unserem Ziele zu erreichen. Altair wirkt auch auf dem heutigen Mondbewegung und Altair befindet sich im Sternbild Adler. Und die Geschichte habe ich gestern erzählt, Altair und Vega, die Hirtenjunge und die Weberin von der chinesischen Mythologie. Das sind die Einflüsse. Und wie ist die Bewegung zwischen Sonne, Mond, die Planeten und wie wirkt auf dem einzelnen Tierkreiszeichen? Bei Sonnenaufgang geht immer noch die Tierkreiszeichen Wassermann in Osthorizont auf, macht sich sichtbar und in gleicher Zeit geht im Westhorizont unten die Tierkreiszeichen Löwe. Und das hat auch eine Bedeutung, bei den Wassermann-Geborenen ist wichtig, etwas ins Licht zu bringen oder sich im Mittelpunkt stellen, etwas präsentieren, wahrgenommen werden. Die Mondbewegung hier im Tierkreiszeichen Wassermann sorgt dafür, dass in die Tage etwas in Bewegung kommt. Und darauf achten die Sonne und Juno ist auch im Tierkreiszeichen Wassermann, das heißt die Schutzgöttin, die Ehe, aber auch die Geburt. Und auch die Fürsorge, das sind Thema und da braucht man Klarheit oder Kraft, Lebenskraft oder Lebensenergie, das ist die Sonnenenergie und das ist spürbar für uns alle, aber so direkt wirkt das auch bei den Wassermann-Geborenen, hier bewegt sich auch Juno. Gespräche nehmen zu oder haben die Gespräche immer noch ein wichtiger Termin oder Vertrag. Und nicht vergessen, die absteigende Mondknoten bewegt sich auch im Tierkreiszeichen Wassermann und absteigende Mondknoten hat mit alten Karma was zu tun. Alten karmische Erinnerungen, karmische Begegnungen von früher und das bei vielen Menschen spielt sich das in Unbewussten ab, aber trotzdem möchte ich das auch betonen, dass wir auf diesem Karma, auf dem karmischen Ebene auch nachdenklich sein sollen. Gerade vielleicht das, was die Wassermann-Geborenen verspüren, Ideen, was von früher sie schon gemacht haben, weil das ist auch möglich, dass wir in früheren Leben Meister waren in einem bestimmten Bereich und das ist in unserem Unbewussten in unserem Seele gespeichert und jetzt kommt das alles im Vorschein. Die Wassermann-Geborenen haben natürlich jetzt wichtige Gespräche oder Termine oder Ideen werden umgesetzt. Liebe Partnerschaft kommt auch etwas im Fluss, kommt mehr Klarheit, mehr Orientierung, aber sie haben das Gefühl, etwas läuft ungerecht oder eine rechtliche Situation gibt Einschränkungen und Unklarheiten. Bei Tierkreiszeichen Fischen geborenen ist wichtige Thema die Liebe Partnerschaft, kommt auch alles im Fluss, aber wichtig auch, dass diese Liebe
wird wahrgenommen und es heilt auch gleichzeitig. Und hier werden alte Erinnerungen, verletzten Gefühle jetzt abgelehnt oder losgelassen. Also das ist wie eine Art Befreiung gerade für die Fischengeborenen. Bei den Tierkreiszeichen Wiedergeborenen ist mehr Leichtigkeit und sie haben jetzt unerwartete Ereignisse oder Einflüsse von außen. Das kommt plötzlich unerwartet und dadurch ändert sich etwas im Leben bei den Wiedergeborenen. Entweder schicksalhafte Ereignisse oder wenn sie etwas vorhaben, kommen Einflüsse von außen, womit man nicht rechnet. Und da ändert sich die Richtung oder ändert sich daran etwas. Aber dieser Einfluss ist sehr gut und vorteilhaft. Also ich kann als Glück bezeichnen. Und die Wiedergeborenen verspüren auch die Leichtigkeit. In die Liebepartnerschaft kommt auch etwas im Fluss und es ist auch sehr gefühlsvoll. Bei Tierkreiszeichen Stiergeborenen sind gerade Einschränkungen da, Verbesserung kommt nach dem Neumond, kommt auch alles im Fluss und kommt alles in Form, momentan abwarten. Die Finanzen sind auch sehr wichtig momentan bei den Stiergeborenen, aber nicht investieren, momentan auch nichts unterschreiben, weil die Gefahr ist zu hoch, dass dazu Verlust führt, sondern etwas vorbereiten und auf den richtigen Moment warten, das auch dann umsetzen in Realität. Bei Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen ist mehr Leichtigkeit. Und hier ist auch wichtig, die Zuhause, die Ehe, die Partnerschaft, ein Heim zu haben. Auch die Rückzug, das Zuhause auch genießen. Aber kleine Veränderungen, kleine Bewegungen sind auch möglich. In vertrauter Umgebung, immer noch Nachbarschaft, Verwandtschaft, Familie. Da sind die Veränderungen, die Kontakte. Bei Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist eine gewisse Unsicherheit da. Auch die Kontakte, die Gespräche erscheinen momentan unklar. Aber dann ist vielleicht wichtig, nachfragen, etwas noch überprüfen oder genau hinhören, was die anderen meinen. Sonst führt das zu Missverständnissen. In die Liebepartnerschaft kommt etwas im Fluss. Teilweise, nicht jeden Tag, aber zur Zeit fühlen sich die Krebsgeborenen müde und erschöpft. Tolle Ideen haben sie und sie spüren auch diese Kreativität und das sollen sie umsetzen in berufliche Situation. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen ist wichtig, die inneren Gleichgewicht auf die Gefühle achten. Partnerschaft ist auch ein wichtiges Thema und auch die Karma. Hier bewegt sich die aufsteigende Mondknoten, hat auch mit Karma etwas zu tun und das können wir so vorstellen, dass wir Menschen haben, ein Teil von allen Tierkreiszeichen in uns, aber ein Tierkreiszeichen fehlt. Und die karmische Lernaufgabe, das zu lernen, aneignen und so kommt es im Ganzheit. Und gerade diese karmischen Lernaufgabe wird zugeteilt momentan bei den Löwengeborenen. Und alle, wie die Löwe, Wassermann, Aszendent haben oder die Mondknoten in diesem Tierkreiszeichen befindet, die haben gerade karmischen Themen. Die Bereich bei den Löwengeborenen kann auch eine karmische Begegnung sein oder die beruflichen, das nimmt mehr zu, die wahre Berufung zu suchen. Aber wir sollen das auch finden. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen ist wichtig, die Sicherheit, Stabilität, nicht nur beruflich, sondern auch die Partnerschaft. Die möchten etwas befestigen. Eine gewisse Unsicherheit ist spürbar, aber in die Liebe kommt schon etwas im Fluss und das befreit auch gerade die Jungfraugeborenen. Bei den Tierkreiszeichen Waagengeborenen ist Leichtigkeit da und auch Veränderungen sind möglich. Die Chancen und die Möglichkeiten sind gerade da, etwas verbessern, verändern im Leben und das kann jede Lebenssituation treffen, auch beruflich, auch in die Liebe oder ein Umzug oder eine Schulung. Also die Chancen, Möglichkeiten für eine Verbesserung, für eine Veränderung wahrnehmen, weil genau das spiegelt das Leben für die Waagengeborenen und die Sonne-Mond-Energie wirkt gerade sehr gut für die Waagengeborenen.
Und das können Sie, diese Chancen, verinnerlichen und auch nutzen. Bei den Tierkreiszeichen Skorpion geboren ist gerade Einschränkungen da. Die fühlen sich unsicher oder die haben das Gefühl, dass alles bremst etwas oder sind noch Hindernisse da. Es ist auch nicht der richtige Augenblick, etwas Neues zu starten. Ein bisschen Geduld, bis die Neumond vorbei ist, dann kommt alles im Fluss. Und die Liebepartnerschaft, wir haben vielleicht nicht heute, aber in der nächsten Zeit glückt die Skorpiongeborenen. Bei den Schützengeborenen ist die Glück in Kraft und Mut und Veränderungen und das trifft die berufliche Situation und viele Schützengeborenen suchen ihre Berufung oder möchten sich etwas verbessern und die Möglichkeiten sind auch da, auch die Mut und die Kraft auch. Bei den Tierkreiszeichen Steinbock geboren ist wichtig, im Freundeskreis noch etwas überprüfen. Wen können Sie vertrauen, wen können Sie nicht vertrauen? Wo werden Sie ausgenützt, wo gibt es Unruhe im Bekanntenkreis oder in einem Verein oder in einer Partei? Ist auch möglich, dass da Unstimmigkeiten gibt gerade und das trifft auch die Steinbock-Geborenen. Was noch wichtig ist und da besteht die Lernaufgabe, dass ihre Visionen, ihre Träume als Ziel setzen, weil die Möglichkeiten sind da, umsetzen in Realität. Und das war mein Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.